Hallo miteinander, Sami mein Name und willkommen zu einem Tutorial. Heute werde ich euch beibringen, wie man ein Bind macht. Bestimmt fragt ihr euch, was ein Bind ist. Ein Bind ist hauptsächlich ein Jojo-Trick, womit man ein unresponsive Jojo in die Hände bekommt. Denn im Jojo-Spielen gibt es zwei Arten von Response-Systemen. Es gibt einmal den unresponsive Jojo, den man durch Zucken halt nicht in die Hand bekommt und dafür brauchen wir den Bind. Und dann gibt es noch einmal den responsive Jojo, den man durch Zucken in die Hände bekommt. Recht simpel, ne? Hier in diesem Video haben wir zum Beispiel das Jojo Factory 1, was ihr bei Jomi Versand für einen guten Preis kaufen könnt. Das ist gut für Anfänger und auch für Leute, die halt weiter ins Jojo reingehen wollen. Denn es hat zwei Kugellager und ihr könnt dann einfach mal mit normalen responsive System spielen, indem es durch Zucken in die Hand bekommt. Oder ihr wechselt in den Kugellager und könnt es damit ein Bein zurückbekommen. Für dieses Video verwenden wir halt das Jojo Friend Peregrine. Das findet ihr auch in Jonglierversand. Dies ist halt ein unresponsive Jojo, was für Fortgeschrittene und für Profis geeignet ist. Jeder, der Anfänger ist, kann auch mit einem unresponsive Jojo anfangen. Aber es empfiehlt sich erstmal mit einem responsive anzufangen, nur um ins Hobby reinzukommen. Alles klar, dann erkläre ich mal gleich, wie ein Bein funktioniert. Also wie vorhin erwähnt, braucht ihr für diesen Trick bzw. für den Bein ein unresponsive Jojo. Denn ohne Bein kommt er ja nicht hoch, denn wie ihr seht, ich zuck den so oft ich möchte, er kommt einfach nicht hoch. Aber mit dem Bein, voilà, ist er auf meinen Händen wieder zurück. Wie funktioniert er? Bevor ich es erkläre, will ich nochmal zwei Sachen definieren. Und zwar gibt es in den meisten Jojo-Tutorials halt eine Definition. Und zwar nennen wir die Hand, mit der wir den Jojo werfen, also die Werfhand, Throw Hand. Ihr werdet da vielleicht manchmal so Kürzel sehen mit TH. Und dann gibt es noch den Non-Throw Hand, das ist die Hand, mit der ihr halt das Jojo nicht wirft. Nur damit ich halt die Sachen hier ein bisschen vereinfacht erklären kann. Okay, zuerst wirft den normalen Sleeper. Jojo dreht sich ganz normal. Und für den Bind müsst ihr eure Nichtwurfhand bzw. Non-Throw Hand vor der Schnur halten, geht mit der eure Wurfhand bzw. Throw Hand davor in die Lücke da, wo der Kugellager ist und habt so eine Art Trapeze. Und wenn jetzt die Throw Hand, also die Wurfhand, etwas hochzieht, dann merkt ihr, aha, der Jojo will sich zusammenziehen. Und da, seht ihr, aktiviert sich so gesagt der Response-System und euer Jojo möchte hochkommen. Also nochmal, Sleeper werfen, eure Nichtwurfhand vor der Schnur, nicht hinter, viele machen das halt von hinten, was dann zur Verführung führt, aber es sollte noch von vorne aus herkommen. Dann mit der Wurfhand vor den Jojo in die Kugellager, dann die Wurfhand ein bisschen nach vorne und Jojo nach vorne schaukeln und wie ihr seht, es kommt wieder hoch. Also man merkt schon, dass das Jojo dann hoch möchte. Es ist wirklich ein automatisches Prinzip. Ich werde es dann nochmal von der Seite zeigen, damit ihr es nochmal besser sehen könnt. Nochmal, Wurf, Finger von der Nichtwurfhand nach vorne, Wurfhand über das Jojo ins Kugellager, Hand nach vorne, ein bisschen schaukeln und bumm, da habt ihr es. So funktioniert der Bind. Also noch einmal, Nichtwurfhand vor der Schnur, Wurfhand einmal unter das Jojo durch, nach vorne gehen, schaukeln, bumm. Seht ihr? Ist recht einfach. Nochmal von der Seite. Ihr wirft den Jojo. Nichtwurfhand. Jetzt kommt die Wurfhand. Nach vorne gehen. Schaukeln und bumm. Noch einmal. Nichtwurfhand. Wurfhand. Drüber. Hand, Wurfhand nach vorne. Schaukeln. Loslassen. Bumm. Einfach, oder? Da ihr jetzt gelernt habt, wie ein Bein funktioniert, würde ich noch gerne ein paar Tipps geben, denn ich weiß ganz genau, ich hatte dieselben Probleme gehabt und viele Anfänger haben die auch. Und es empfiehlt sich einfach, die Tipps sich mal anzuschauen, weil damit kommt ihr schneller voran. Und zwar, wenn ihr den Bein machen wollt, tendieren viele Spieler dazu, die Schnur hier zu festzuhalten. Dann kann man die Hand nicht mehr
hier frei bewegen, die Schnur. Und dann kann man auch keinen guten Bind machen, wie man sieht. Okay, jetzt funktioniert es, aber es wird halt schwierig sein. Also versucht wirklich halt euer Daumen hier zu lassen. Wirklich mit dem Zeigefinger arbeiten. Denn viele Sachen in Yoing funktionieren besser, wenn ihr auch die Schnur frei bewegen lässt. Also wirklich nur mit dem Zeigefinger. Denn sobald ihr einmal festhält, dann könnt ihr, wie soll ich denn runterkommen? Versteht ihr? Oder auch hier, ihr kommt jetzt hier rüber, oh, wie soll ich es denn nur schaffen? Dann seid ihr hier, ups, hat nicht geklappt. Also, Tipp Nummer 1, wirklich nur mit dem Zeigefinger arbeiten. Und bitte nicht die Schnur dann festhalten, weil dann habt ihr keine Freiheitsgrade da zum Bewegen. Was ihr auch noch beachten müsstet oder solltet ist, wenn ihr bei diesem Schritt seid, also ich zeige es mal von der Seite, wenn ihr bei diesem Schritt seid, dann achtet bitte darauf, dass die Schlaufe über euren Nichtwurfhand auch wirklich groß genug ist, denn ist die klein, kommt die nicht hoch. Schaut mal. Okay, es hat jetzt geklappt. Also, wenn die wirklich klein ist, kommt die nicht hoch. Aber wenn sie groß genug ist, habt ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie auch wirklich zurückkommt in die Hand. Da. Seht ihr, je größer, desto besser. Je größer, ups, desto besser. Aber nicht zu groß. Also versucht wirklich eine ausbalancierte Proportion zu haben zwischen Wurfhand und Nichtwurfhand, sodass die drei Schnuren und die hier halt so ungefähr gleich groß sind. Dann geht der Bind perfekt. Wirklich. Und auch beim Werfen merkt ihr, dass der Bind perfekt ist. Wenn ihr das wirklich mit eine große Schlaufe macht, dann merkt ihr irgendwo, dass die Schuhe sich nicht richtig umwickelt hat. Und das kann dann beim Wurf dann irgendwie zu einer leeren Stelle führen, was dann nicht mehr so viel Spin bringt. Und wir wollen ja, dass unser Yo-Yo halt lang dreht. Also Tipp Nummer 2. Versucht wirklich, dass die Schlaufe und hier die Schnur halt in fast gleich großen Größen vorhanden ist. Boom. Genau, das waren auch schon die Tricks, die Tipps. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet auch den Bind lernen. Ich hoffe auch, dass ihr mehr Interesse in Yo-Yo spielen habt, denn genau, mit dem Bind könnt ihr den Yo-Yo ganz normal in die Hand bekommen. Danke nochmal fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Tutorial.